Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Shakes and Fidget Video hier auf Server 9. Ja, liebe Leute, ich habe hier wieder ein paar Sachen, so ein paar Informationen, Dinge, die ich zeigen kann, die auch durchaus wichtig sind. Und ja genau, und auch ein paar Sachen so, die ich gestern noch gemacht habe, über die ich auch noch berichten möchte. Und zwar, ja, wir gehen jetzt erstmal auf S9, ja, hier auf meinen Charakter. Ich bin jetzt momentan Stufe 321. Im vorherigen Video war ich noch Stufe 319. Ja, ich habe drei Stufen gemacht. Das Ganze habe ich zu verdanken den, ja, zum Teil den Schatten-Dungeons. Ich habe auch in den Pet-Habitaten ein paar Dinge gemacht. Und zwar, ja, da bin ich noch sehr unkoordiniert. Ne, unkoordiniert, jetzt habe ich's. Dieses Wort, Alter. Genau, da habe ich dann mal hier irgendwie ein Pet-Dungeon gemacht, mal hier. Also ich habe bei den Pets keinen Überblick. Ich bekomme auch irgendwie unregelmäßig Früchte und, ja. Ich habe hier zum Beispiel Lilipon Stufe 5, diesen Bären habe ich hier Stufe 6. Den Stufe 24 und ich habe halt mitbekommen, dass Lilipon irgendwie so ein Pet ist, das man bevorzugen sollte. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder warum auch immer, vielleicht weil der ein Kundschafter ist oder so und damit Kundschafter mehr Möglichkeiten hat. Ich weiß es nicht, ja. Ich weiß auch gar nicht, auf was ich jetzt hier gehen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hier zum Beispiel das Krokodil auf S9 auf Stufe 20. Ja, das ist momentan das höchste. Das, also ich push erstmal hier das Krokodil. Hier bei Licht dieses komische Ding. Also das ist auch Krieger wie das Krokodil. Bei Erde. Ja, bei Erde eigentlich den Bären. Aber wenn ich irgendwie Lilipon skillen soll mit den Früchten, dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ja, hier ganz klar ist dieser komische Wurm, Zähnaug, Stufe 39, den bevorzuge ich. Irgendwie bevorzuge ich nur Krieger, kann das sein? Weil die Dinger sind Krieger. Alle, die hier. Ja, und auch, na gut, hier beim Feuer, ja, nur Krieger. Sogar unbewusst irgendwie. Voll krass, ich fühle mich echt zu Krieger hingezogen. Selbst wenn diese Klasse auch irgendwelche Haustiere vertreten. Naja, ich kann ja jetzt mal hier so ein Ding machen mit Licht gegen einen anderen Spieler. Gewinn das Ganze und kann hier auch, ja, nee, also ich push den Wurm. Der Wurm ist jetzt aber schon dreimal gefüttert worden, deswegen hebe ich die Brombeere mal auf. Ja. Pilze habe ich immer noch nicht. Da auch eine kleine Information für euch. Ich kann frühestens am 15. August aufladen und hier durchstarten auf Server 9. Ja, nur, dass ihr das mal so im Hinterkopf behalten könnt. Edelsteine bekomme ich hier auch relativ selten. Na gut, was heißt selten? Die Edelsteinmine ist halt Stufe 8 und das dauert halt dementsprechend auch so lange. Meine Ressourcen sind komplett voll. Und ja. Genau, ich wollte jetzt mal in die Gilde hineingucken. Nämlich, wir sind momentan Rang 66. Wir haben auch ein paar Dämonen besiegt aus dem Dämonenportal. Ja, dank den hohen Mitspielern von uns und auch Kokana Boy, der ja immer noch das meiste macht. Und ja, ich hab die Gildenkasse mal wieder ein bisschen aufgefrischt, nachdem wir die ganzen Raids gestartet haben. Ja, apropos Raids. Wir sind jetzt bei dem nächsten Raid, Vorboten der Toten. Da haben wir, das hat Han Rizzle in seinem Video schon berichtet, ein paar Raids gemacht. Das müssten jetzt momentan drei Stück gewesen sein. Einmal... Komm ich überhaupt tiefer? Nee, komme ich nicht. Dann gucken wir mal. Gildenkampf, Festungskampf, Gildenraid, 15.07. Kann ich mal kurz zeigen.
Na, die schwachen Chars, die richten eigentlich so gut wie nichts aus. Aber das wird sich halt auch bald ändern. Hier, Dämonikarin wieder aktiv, richtig dabei. Man merkt auch die Kraft der über 200er, wenn die hier wieder ihre Tränke reingemacht haben und alles. Ja, Fallout Boy schlägt ein paar Leute nieder. Maxi 03 als Magier. Genau, ich glaube sogar, das war der erste Raid seit langer Zeit, den wir mal wieder gemacht haben. Und den habe ich dann letzten Endes besiegen können. Und ja. So, das wäre es eigentlich auch größtenteils mit S9. Sorry Leute, ich habe das Video ganz kurz pausiert, weil ja, fängt mein Mitbewohner einfach an zu pfeifen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, egal. Wir können ja, bevor wir hier weggehen, erstmal noch einen Arena-Kampf machen. Gucken, ob wir. Ja, okay, hat sich erledigt. Glücksrad habe ich schon gedreht. Gold habe ich immer noch ziemlich viel. Hat sich vielleicht noch was ausrüstungstechnisch verändert? Ich habe ein bisschen aufgebessert. Hier, den neuen Helm, den ich bekommen habe, um 14 Punkte. Ja, ich habe ja auch ein bisschen zerlegt und die Steingewinnung habe ich schon mal benutzt. Attribut-Upgrade. Genau hier, den Gürtel, den habe ich ein bisschen verbessert. Also zumindest so lange, bis ich hier auch Epic Event spielen kann. Versuche ich hiermit irgendwas zu reißen. Ja, ansonsten, ne, das dürfte es eigentlich gewesen sein auf dem Server. Aber ich habe noch eine kleine Information, nämlich hier, das Sommer-Update hat auch Uram eine kleine Rundmail verfasst. Das hat jetzt auch schon Hanwizel und der gute Chris, die haben das schon erwähnt, die haben das schon, davon schon berichtet. Es gibt jetzt Daily Quests, also tägliche Sachen, die man machen kann. Vielleicht nur einmal, ich weiß es nicht, wie sich das äußert. Auf Server 1 wurde das ja bereits aufgespielt, dass man ab Level 10 da irgendwas machen kann. Da gibt es einen Steckbrief in der Taverne, der müsste hier dann irgendwo hängen. Finde ich eigentlich richtig geil. Vor allem Steckbriefe finde ich cool. Die Thematik auch in der Anime-Serie One Piece. Wer das guckt, der weiß, was ich meine. Das wäre doch auch eine richtig geile Idee. Wenn es da so Monster gibt, die man besiegen kann, die dann immer so ein gewisses Kopfgeld haben. Zum Beispiel Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen Gold oder so und weiß ich nicht. Dass man die dann besiegen kann. Eben dann halt auch vielleicht mal mit einem Pilz oder so, um zu überspringen. Dann vielleicht, dass der erste Gegner so ab Level 10 50 Gold gibt oder so. Ja. Dass das halt levelgerecht so angepasst ist. Weil dann können nämlich hohe Spieler aufholen und die dann mit Pilzen runterblättern. Runterblättern, nein. Runterskippen sozusagen. Oder vielleicht einfach so, dass wenn die Gegner kaum Schaden an einem machen, dass man die dann einfach ohne Pilze weiter runter boxen kann. Und dann vielleicht durch diese Steckbriefgegner, durch diese Verbrecher, kann man sagen, diese Verbrechermonster, dass man dort dann eben dementsprechend Gold oder vielleicht sogar Pilze bekommt. Aber Pilze glaube ich nicht, wenn dann eher eine ziemlich gute und zum Teil auch hohe Menge an Gold. Ja, sage ich mal, vielleicht, wenn ich Stufe 300 bin, besiege ich den Gegner und bekomme dann, weiß nicht, 500 Millionen Gold oder sowas. Das wäre doch mega nice. Das wäre geil. Ja. Boah, das wäre. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, oder vielleicht, dass man hier in der Taverne eine Liste bekommt mit Monstern, mit einer Kopfgelderliste. So mit, weiß ich was, so. Über 1000 oder nee, ich weiß nicht, ob die das überhaupt programmieren können, so 2000, 3000 Verbrecher, die in der ganzen Welt von Shakes & Fidget rumlaufen, die man dann besiegen kann und sich dann praktisch den Gegner auswählen kann. Das wäre auch nice. Oder natürlich halt standardmäßig, wenn das nach der Reihe geht. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. So, ja, ins Klo habe ich schon was geschmissen. Und ja. Gut, dann switchen wir rüber zu W25. Dort habe ich Post.
von Baramol, dem Gildenleiter. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das vorlesen darf, soll. Keine Ahnung. Ansonsten schneide ich es mal raus. Hallo, meine Weggefährten, wollte mal fragen, geht es euch gut? Genießt die Sonne? Ja, wow. Ja, die Sonne, genieße ich die Sonne? Ich muss arbeiten, ich habe Spätschicht, also von der Sonne kriege ich nicht so viel mit. Ja, nun gut, ich habe übrigens die Alu schon überall gemacht, um 0 Uhr, ja, als ich von der Spätschicht nach Hause kam. Ich habe auch hier schon Stadtwache laufen. Ich kann euch höchstens mal den Charakter zeigen hier, Stufe 34. Die Ausrüstungsgegenstände sind wirklich so ziemlich alle verbesserungswürdig. Ich spiele hier halt leider nur Free-to-Play, also dementsprechend kann ich hier auch nicht viel zeigen. Ja, Pet habe ich noch nicht. Wir können mal gucken unter dem Han Rizzle, der hat hier gepilzt. Der ist ja auch Stufe 91 mittlerweile, echter Hammer. Ja, und ich trödle hier ein bisschen vor mich hin, aber ja, ich bin nicht der Schwächste, von dem her chilliges Gameplay. Festungsmäßig, ja, sieht es immer noch recht armselig aus. Ich kann hier ja mal die Holzfällerhütte ausbauen und Edelsteine bin ich auch fleißig am Suchen, wobei ich halt auch jede Menge Gold zahlen muss für einen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich das lohnt, na? Vielleicht sollte ich die einfach nur erstmal ansparen. Wer weiß, wer weiß. Ja, also W25, chilliges Gameplay, kann ich auch direkt schließen. Wir kommen jetzt zu Welt 7. Mit meinem etwas höheren Char. Etwas Hust. So. Hier bin ich Stufe 255, habe ich erst vor kurzem erreicht. Meine Edelsteine überfüllen mein Inventar auch richtig krass. Ich habe jetzt hier lauter schwarze Edelsteine. Und auch einiges ausgetauscht für normale Items mit Sockel, damit ich eben diese schwarzen Edelsteine reinmachen kann. W7 werde ich auch mal pilzen. Aber ich werde S9 natürlich bevorzugen. Ja. Was ich mit den Edelsteinen hier machen werde, keine Ahnung, ob ich die mal einfügen soll. Hier, das gibt mir zum Beispiel 322 Stärke. Ihr könnt dann natürlich mal sagen, ob ich hier mal irgendwo in Stärke Edelstein einfügen soll oder ob die schwarzen Edelsteine alle passen. Ich meine, es sieht cool aus. Ja, alle schwarzen Edelsteine, läuft eigentlich soweit. Boom. Ja, auf diese ganzen, wie heißen die jetzt? Achievements gucke ich eigentlich gar nicht. Der Han Rizzle hat mal eins gemacht, versucht, die ja bei dem Hütchenspieler dreimal hintereinander zu gewinnen. Das kann ich natürlich auch irgendwann mal machen. Aber bis jetzt habe ich es nicht geschafft. Maximal zweimal hintereinander und dann habe ich verloren. So eine Kacke. Genau, und auf W7 bin ich halt immer noch in der Gilde. Blub, blub, blub. 22, also Rang 22 ist die Gilde, Wolfsrudel immer noch. Ja, hier gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich sehe gerade, die Gilde ist überhaupt gar nicht voll ausgebaut. Aber ein paar Pilze sind drin. Alles klar. Jo, Pets. Kann ich mal einen Kampf machen? Angriff gegen einen anderen Spieler. Möglicherweise gewinne ich ja sogar. Eine Gewitterwolke. Und gewinne eine Frucht. Halleluja. Ja, hier sieht es auch wieder anders aus mit den Pets. Alles durcheinander. Hin Level 30er, da Level 66er. Vielleicht sollte ich den pushen. Vielleicht auch den. Ich gebe es jetzt einfach mal dem hier, weil der wertetechnisch wahrscheinlich besser ist. Und das ist ein Kundi. Und wenn das wirklich stimmt, dass Kundis hier besser sind in den Habitaten, dann mache ich da ja eigentlich keinen Fehler. Außer vielleicht, dass ich willkürlich hin und her pushe und mich nicht auf einen Pet fixiere. Das kann natürlich auch sein. Ja, das wird sich vielleicht irgendwann einpendeln oder so. Mal schauen. Hier ist meine Edelsteinmine Stufe 3. Ja, dort geht das eigentlich mit der Wartezeit.
Ach Mist, jetzt habe ich extra ein Pet Dungeon gemacht und hätte wahrscheinlich hier irgendwas legen können. Naja, egal. Vielleicht einen Wirbelsturm hätte ich schaffen können. Okay. Naja, gut, das war's auch mit W7. Ich habe nebenbei angefangen. Noch auf einem anderen Server, weil dort meine Freundin auch einen Char hat. Dort hatte sie Pilze drauf, über 200 Stück. Und das hat mich natürlich auch wieder motiviert, mit ihr in eine Top-Gilde zu gehen. Und zwar habe ich wiederbelebt den Char Gorking auf S33, Stufe 225. Hat halt auch wieder ein Level gemacht. Ja. Ja, du bist ja auch schon komplett durch. Pets sieht halt so aus. Ich habe halt den hier bekommen. Da mache ich aber erstmal in Dungeon dann gleich. Edelstein suchen. Jawohl. So, momentan baue ich nur das aus, wo ich denke, dass ich das brauche. Arbeiterquartier zum Beispiel ist wichtig. Ja, ich bekomme hier nur Intelligenzsteine und ich kann den auch wieder komplett neu ausrüsten. Eigentlich. Hier habe ich einen schwarzen Edelstein gekriegt. Habe ich mal ausgetauscht und mal gucken, ob das was bringt. Ja, wir probieren hier gleich mal einen Dungeon. Einen wunderbaren Versuch haben wir. Habe ich hier mit dem Mondportal schon gekämpft? Scheint so. Und ja, natürlich. Ja, natürlich. Guckt euch das an. Wir können den Wirbelsturm loslegen. Da geht es nämlich jetzt los. Weil die Gegner, die machen eigentlich so gut wie gar nichts. Da kann ich ja noch ein bisschen Action im Video vorzeigen. Jawohl, oha. Na, ja, jetzt ist mein Inventar voll. Ich habe hier auch noch gar nicht so viele Inventarplätze. Ich habe hier nicht so viele Inventarplätze. Ich könnte zwar alles verkaufen, um Gold zu bekommen, aber ich versuche es jetzt mal. Vielleicht habe ich. Nee, ich kann leider nichts mehr zerlegen. Ja, dann werde ich wohl alles verkaufen. Das kann weg. Der Helm auch. Das hier. Na, ich weiß nicht, ob ich das gebrauchen kann. Vielleicht mein Magier. 233. Ja, doch, das kann man, das kann ich eigentlich machen. Hat zwar noch keinen Sockel, aber dürfte trotzdem besser sein. So. Wie lange geht denn das Video? Ja, 17 Minuten. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern. Das heißt, ich habe auch wieder längere Renderzeit oder so. Genau. Was wollte ich jetzt? Ich wollte in den Schatten-Dungeon. Ich wollte hier mal mehr machen. What the fuck? Ein Epic-Schwert, echt jetzt? Mit Sockel sogar, aber das ist eigentlich miserabel, glaube ich. Ja, das ist ja. Das ist ja Bullshit. Ja, das macht auch viel, viel weniger Schaden. Was wäre geil gewesen, wenn die Waffe besser wäre. Moment, ich kann mal gucken. Lässt sich die Waffe verbessern? Die lässt sich verbessern. Aber es lohnt sich nicht. Die Waffe macht einfach wenig Schaden. Ja. Vielleicht können wir die ins Klo schmeißen. Nee, habe ich schon. Ja, wow. Dann, ich verkaufe die einfach. Scheiß drauf. Weiter geht's. Mit Old Pupple Hand. Schild bekommen. So. Ich bekomme hier schon angehäuft Millionen von Erfahrung. Hier ein paar Tausende, da ein paar Tausende. Und irgendwie immer ein Item, oder? Wenn ich das recht gesehen habe. Stärke plus 344. Nee, ich bekomme schon was mit 400. Das lohnt sich alles gar nicht, das auszurüsten, was man hier bekommt. Was ist das jetzt? 364. Ja, guckt euch das an. Das ist alles richtig miserabel und noch gar nicht aktuell. ja, Hauptsache Hannes, der Kontraktor kommt. Und das gibt Erfahrungspunkte wie Sau, Leute. Mega, mega heftig. Ich gucke auch gar nicht mehr auf die Gegner.
So. Das gibt viel Gold. Finde ich mega extrem. Das motiviert natürlich auch wieder die Intelligenzsteine. Ach komm, wer braucht die Intelligenzsteine? Einfach weg damit. Weg damit. So, jetzt habe ich schon 5 Millionen Gold. Ist das viel, viel für mein Level? 5 Millionen Gold? Naja, nicht so viel. Was will ich in der Taverne? Ja. Oh, Mist, jetzt kostet es mich einen Pilz. Scheiße. Egal. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt 31 Etagen gecleant. Und ja, den Server schließe ich. Ich bin jetzt hier ein bisschen auf S9 nochmal. Lasse ich jetzt mal so als letzten Screen. Genau. Ich wollte noch etwas erwähnen, nämlich gestern war ich in dem Stream von dem Shakes and Fidget YouTuber Dorsa. Mögen sicherlich die meisten kennen. Ja, der hat gestern seinen ersten Stream gemacht, oder sollte ich vielleicht sagen, heute Nacht. War auf jeden Fall chillig, so um die 30 Zuschauer waren es gewesen. Ja. Und haben ein bisschen gequatscht und alles. Und ich habe auch gemerkt, der Dorsa, er hat sich auch so ein bisschen in die Shakes and Fidget-Szene mit einkalkuliert. Und ich kann offen ehrlich sagen, ich habe ihn jetzt schon lieb gewonnen. einfach weil er so aufgeschlossen ist und ja, sich so, auch wenn die Shakes and Fidget-Szene so die YouTuber und nicht nur YouTuber, auch allgemein die Community hier in SF-Game nicht so groß ist, sage ich mal. Viele Leute sind zwar aktiv, aber man hat halt nicht immer mit denen zu tun, ja, auf den ganzen Servern. Aber an sich so, wenn man mal über einen Livestream mit Leuten was zu tun hat, dann ist es auf jeden Fall klein und fein. Außer vielleicht bei Terra, der hat natürlich mehr Zuschauer. Aber selbst da, die Gemeinde ist einfach wirklich super. Und ja, dass hier der gute Dorsa hier SF-Videos macht und allgemein sich integriert, finde ich super. Ja, und vielleicht, man weiß nicht, soll ich auch mal einen Livestream wagen? Weiß nicht, mein Laptop ist kacke. Ich bin froh, überhaupt dieses Video jetzt zu beenden und rendern zu können. Ich wollte sowieso noch ein paar andere Dinge machen. Nun gut, hier wird's mir ein bisschen zu laut, weil der Mitwohner, der guckt jetzt da irgendwas an seinem Laptop. Nun gut, auf jeden Fall die Grüße gehen raus hier an dieser Stelle an. Ich grüße einfach mal den Dorsa, ich grüße Terranigma, ich grüße Han Rizzle, ich grüße die Katzi, die Vanessa praktisch, ich grüße, ja, ich grüße auch den Zuschauer-LP. ich grüße meine Freundin, ich grüße meine Freunde, ich grüße euch alle. Nun gut, lange Rede, kurzer Sinn, ich bedanke mich fürs Zugucken und wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.